rotzig klein aus. Ja. Also, wir sind heute hier live in Schmalkalden zum Pfingstmontag und neben mir steht der Esteban Cortes. Ja, frisch eingeflogen aus Potsdam, gell? Ja, richtig, Potsdam. Potsdam, Berlin. Wir sind wirklich geflogen. Also es waren, ja, wir waren 4 Stunden unterwegs, alle Leute waren heute nach Hause. Aber uns zieht es noch raus in die Weiten, in die Nähe des Thüringer Waldes. Ja. Esteban macht unter anderem viel Musik, Live-Musik mit Gitarre. Und ich habe ihn jetzt einfach mal geschnappt, um einfach mal ein kurzes Interview für euch zu machen. Und zwar, wie lange machst du jetzt schon Musik? Tatsächlich noch nicht so lange. Also ich habe mich das erste Mal hingesetzt, als es bei uns mit den Ausgangssperren losging. Das war 2021, möchte ich sagen, im Frühjahr gewesen, so dass ich mir gesagt habe, was passiert denn jetzt hier gerade? Ist es wirklich euer Ernst? Also wollt ihr uns jetzt wirklich so dermaßen den Krieg erklären? Und da ich mir nicht anders zu helfen wusste, habe ich mich hingesetzt, habe ein Lied geschrieben, habe das mal einfach bei YouTube hochgeladen. Und irgendwann so ein Jahr später oder ein knappes Jahr später haben wir dann gesehen, die Leute sind alle auf den Straßen. Waren die natürlich schon viel, viel länger, aber da hat es uns dann auch nicht mehr gehalten. Und so musste ich dann, habe ich mir meine Liebste geschnappt und dann sind wir, das erste Mal waren wir in Goslar und ab da gab es dann kein Halten mehr. Okay. Und ja, was bewegt dich jetzt so, sag ich mal, Musik weiterzumachen? Ich meine, du hast ja jetzt schon einige Lieder geschrieben. Richtig gute Lieder übrigens. Dankeschön. Könnt ihr auf YouTube, ne? Ja, richtig, auf meinem YouTube-Kanal. Wie heißt der? Cortesity. Oder Esteban Cortes findet ihr auch. Wir blenden den auf jeden Fall hier unten für euch ein. Genau. Und da geht ihr einfach mal drauf und lasst einen Daumen da, ne? Und verteilt die Lieder schön fleißig, weil heutzutage ist es umso mehr wichtiger, die Musiker zu unterstützen, die wirklich ihr Herzblut da reinlegen und natürlich auch die Wahrheit singen. Das ist ganz wichtig. Und ja, wir haben ja gesehen, was beim ESC rausgekommen ist. Ja, nur Bullshit, ja. Ne? Man muss aber ein bisschen aufpassen mit dem Unterstützen. Also vielleicht auch nicht zu viel, sonst wird der Kanal gesperrt. Das wollen wir auch alle nicht. Nein, die Likes also, schaden nicht. Man ist da so zwischen Baum und Borke. Aber du hattest gefragt, warum wir jetzt immer noch unterwegs sind. Also, zum einen hat sich an der Lage natürlich nicht besonders viel gebessert. Ich meine, wir müssen nicht mehr mit Maske rumrennen. Einige tun es trotzdem noch. Unglaublich, oder? Aber ich sag mal so, der ganze Ökoterrorismus, dem wir so immer wieder ausgesetzt werden, gerade so in den Großstädten, also in Berlin ist es besonders schlimm. Ja, man kann ja keine Zeitung mehr aufmachen, man kann nicht mehr irgendwo Nachrichten gucken im Internet, ohne dass da irgendwie eine Propaganda vom Staat dann frei ausgeliefert wird. Und die andere Seite ist natürlich, dass wir auf den Marktplätzen ja immer tolle Menschen treffen und auch das uns einfach weitermachen lässt, weil ja, man ist da gleich auf einer Ebene, man versteht sich, man kennt sich. Also wir beide sehen uns heute auch das erste Mal in live, aber trotzdem hat man das Gefühl, man kennt sich schon ewig, weil gerade in so einer grundlegenden Sache, was so Demokratie, Freiheit angeht, ja, da ticken wir alle gleich und das ist eine unheimlich schöne Erfahrung und das ist auch ein Privileg, wenn man überall in der Republik gucken kann, wie die Leute unterwegs sind, wie die sich einsetzen, mag einem vielleicht im eigenen Ort erstmal ein bisschen wenig erscheinen, aber wenn man sieht, was woanders auch los ist, dann lässt es einen doch wieder hoffen. Ja, es verbindet einen einfach. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und ich sag mal, wir wissen ja auch, dass es noch nicht vorbei ist, dass irgendwas demnächst wieder auf uns zukommt. Richtig. Und deswegen müssen wir halt eben einfach standhaft bleiben. Hast du ein Album? Ich habe ein Album, ja. Das ist letztes Jahr, haben wir ein Album zusammengestellt. Es sind sehr viele Songs ja, zur Pandemie mit dabei. Ja, das haben wir quasi im Selbstverlag rausgegeben. CDs pressen lassen, aber im Großen und Ganzen könnt ihr mal gucken, Spotify, auf YouTube, ihr könnt euch die auch runterladen, also die Songs, die kosten erstmal nichts, die könnt ihr überall abspielen, die sind nicht mit der GEMA belastet, die könnt ihr nutzen und lasst euch da nichts anderes erzählen. Ja, und was würdest du jetzt den Menschen da draußen sagen, wenn du jetzt ja, unsere aktuelle Situation einschätzt und was gibst du den Menschen mit auf den Weg? Ja, was soll ich sagen? Ich meine, das Kritikfähige, das muss da, glaube ich, alle selber lernen. Die meisten von euch, die jetzt hier zugucken, die haben es natürlich gelernt. Die glauben nicht alles, was man denen erzählt. Aber einander muss man einfach sagen, guckt zweimal hin, überlegt dreimal, bevor ihr euch irgendwas erzählen lasst. Es ist mittlerweile schon so offensichtlich, dass auch einfach auch viel gelogen wird, auch gerade so im Staatsfernsehen. Ich habe ja gerade ein Lied zugemacht zu Herrn Nesse von der Presse, der einfach auf Biegen und Brechen die Politik unterstützt und ja, die Motivation ist klar und deutlich mittlerweile rauszuerkennen und bleibt einfach kritisch, wie der Helmer immer sagt, bleiben Sie kritisch. Und hinterfragt alles. Dem kann ich mich immer wieder nur anschließen und verliert auf keinen Fall irgendwie die Freude am Leben, weil es drückt, manchmal drückt es wirklich schon, wenn man sich so umguckt, aber
geht montags auf die Marktplätze, seid da unter Gleichgesinnten und das bringt einem unheimlich viel. Ja, und definitiv untereinander vernetzen, das ist ganz wichtig. Richtig. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Wir genießen gleich seine Live-Musik. Ja, und haben heute noch einen schönen Tag bei geilem Wetter natürlich. Wenn die Menschen auf die Straße gehen, ne, für gute Sachen, dann scheint immer die Sonne. Ja, und ich danke dir erstmal für deine Zeit. Sehr gerne. Ne? Und ihr seht das Video bald auf unseren Kanälen. Also bis dann. Bis dann, ihr Lieben. Vielen Dank. Ciao.